Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute geht's um die Early Patch Notes. Warum Early Patch Notes? Das sind noch nicht die 100%igen Patch Notes, also nicht die komplette bestätigte Liste von EA, die ist noch nicht veröffentlicht. Das heißt, zu dem, was ich jetzt zu erzählen habe, und das ist jetzt schon eine ganze Menge und vor allen Dingen noch sehr heftiger Kram, kommt auf jeden Fall noch was dazu. Das heißt, es wird definitiv noch einmal ein Patch Note Video geben. Und dann die 100%ig komplette Liste und alles, was dann schon bekannt war, werde ich einfach am Ende des Folgevideos nochmal besprechen, für die dieses Video dann kennen. Und ich muss jetzt schon sagen, ich hätte euch nämlich gestern schon dieses Video präsentieren können. Ich habe ein Stück weit an der Echtheit der Patch Notes gezweifelt, weil ja heftige Sachen teilweise drin sind, wo ich mir dachte, soll das echt sein? Und das wird jetzt aber so oft aufgegriffen, dass ich eigentlich keine Zweifel mehr habe, dass die Patch Notes auch tatsächlich stimmen. Und auch die Fähigkeiten der neuen Legende Seer, da ist eins dabei, die taktische Fähigkeit. Das hat so derbe in sich, dass man jetzt schon vermuten könnte, dass es vielleicht ein bisschen zu krass ist. Hört es euch einmal an. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das könnte auf jeden Fall Bloodhound ein Stück weit in den Schatten stellen. Wir fangen direkt mal an mit der Care Package Waffe und da geht's schon los. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Die Prowler kommt definitiv als Floor Loot zurück, aber, und das ist jetzt schon der Haken, im Burst-Modus nur. Sie wird nicht automatisch feuern können, kein Hop-Up inbegriffen, der das kann, oder dass wir diesen Hop-Up finden können. Da ist nichts weiter in Planung, nur Burst-Modus. Die Spitfire geht ins Care Package. Die Waffenstärke soll so sein, bevor sie jetzt aktuell gebufft wurde. So stark soll die Spitfire hinterher sein, das heißt quasi 55 Schuss und allgemein weniger Streuung aus der Hüfte. Und ich glaube, es war ein Stück weit erhöhter Waffenschaden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und jetzt kommt der Hammer und da habe ich auch gedacht, ich höre nicht richtig. Die Alternator kommt ebenfalls ins Care Package und jetzt kommt der Wahnsinn mit den Disruptor Rounds. Alle Leute, die vor Season 3 nicht gespielt haben, wissen nicht, was sie verpasst haben. Die Disruptor Rounds waren war das heftigste und overpoweredste Hop-Up oder Aufsatz, den es jemals gab. Wenn ihr die Alternator mit Disruptor Rounds gespielt habt, ging übrigens auch für die RE45, habt ihr Bonusschaden auf das Körperschild gemacht. Da jetzt aber standardmäßig alle schon mit einem Evo-Schild rumrennen, egal wie lange ihr auf der Map rumtingelt, wird es jetzt schon extrem heftig sein, wenn ihr die Alternator relativ frühzeitig im Care Package findet. Das heißt, Alternator mit Disruptor Rounds, das wird eine Menge Spaß. Und die Disruptor Rounds wurden in Season 2 übrigens released und dann zum Ende von Season 2 auch wieder rausgenommen, was einfach zu heftig war. Also das ist schon mal eine krasse Änderung, wie ich finde. Jetzt kommen wir zum EVA 8 Nerf. Ach übrigens, wer den Gameplay-Trailer noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch den hier nochmal. Der ist sehr, sehr geil. Nur mal nebenbei bemerkt, die EVA 8 bekommt einen Nerf, worüber ich mich sehr, sehr freue. Wenn die EVA 8 eine Shotgun Bolt hat, wird die Feuerrate reduziert, sodass man nicht mehr so heftige Gunfights hat, wo die Schüsse so kurz nacheinander verlaufen. Um wie viel das reduziert wird, müssen wir die 100%igen Patch Notes auf jeden Fall abwarten. Es ist auf jeden Fall ein Nerf, der absolut wichtig war. Jetzt kommt auch ein Elster Buff, wo ich auch überlegt habe, soll das wirklich so sein? Also die Elster bekommt erstmal einen Laufstabilisator, klingt jetzt erstmal noch nicht spannend. Die Elster bekommt aber jetzt auch erweiterte Magazine. Inwieweit, welches Magazin, wie viel, das die Munitionskapazität erhöht, auch noch unklar. Aber jetzt kommt der Hammer. Je besser das Magazin ist, desto später kommt der Überhitzungsschutz und je schneller, wenn wir den Überhitzungsschutz überschritten haben, je schneller ist auch der Cooldown und die Elster ist einfach wieder schneller zum Schießen bereit. Das finde ich einen extrem krassen Buff für die Elster. Kommen wir zu den Hop-Ups. Der Anvil Receiver für die 301 und die Flatline fliegt raus. Quick Draw, also schnell ziehen für die RE45 und die Wingman fliegt raus. Im Gegensatz ist aber die Fähigkeit des Quick Draws, also des Schnellziehens, in allen Pistolen, Waffen jetzt integriert, nur nicht ganz so stark. Finde ich auf jeden Fall eine geile Änderung. Ein neuer Hop-Up kommt hinzu, das ist der Boosted Loader. Kann man sich vom Timing her ein bisschen vorstellen,
wie Dead Eyes Tempo für den Bogen. Es ist ein Timing-Hop-Up. Macht folgendes: Wenn ihr beim Nachladen das richtige Timing habt für die Hemlock und die Wingman, bekommt ihr Bonus-Munition und könnt schneller nachladen. Ich glaube, dass man zwischen den Schüssen ein bestimmtes Timing haben muss beim Nachladen, damit dieser Booster aktiv ist. Aber wie das Timing aussieht, muss man dann auch sehen. Also müssen wir einfach mal die 100%igen Patch-Notes abwarten. So, was haben wir noch? Die Rampage LMG ist übrigens nicht wie erwartet eine Waffe mit leichter, sondern mit schwerer Munition, hat eine relativ langsame Feuerrate, langsamer als die Spitfire, ist auf Midrange sehr, sehr effektiv. Und die Thermitgranate ist jetzt wohl scheinbar auch bestätigt. Nein, wir haben keine Brandmunition. Wir haben eine erhöhte Feuerrate, solange die Thermitgranate aktiv ist. Und sie zerstört Türen, wenn es geladen ist. So, da wollte nämlich gestern im gestrigen Video jemand mich berichtigen und meint, das ist für den zukünftigen Buff von für Rampart, das ist aber völlig falsch. Der Buff von Rampart kommt erst Mitte Season 10. Wir bekommen nämlich in Season 10 mittendrin, also zum Split oder kurz nach dem Split, definitiv nochmal ein heftiges Update. Und erst da wird Rampart gebufft. Ist also keine Fähigkeit von Rampart, sondern für die neue Waffe inklusive Thermitgranate. So, was haben wir noch? Nachladegeschwindigkeit habe ich hier. Die Nachladegeschwindigkeit oder die erhöhte Nachladegeschwindigkeit für Waffen ist nicht mehr an die Magazine gebunden, sondern der Schaft übernimmt jetzt diesen Perk sozusagen, damit der Schaft einfach eine übergeordnetere Rolle im Loadout spielt. Und eine weitere Änderung ist, dass die Marksman-Waffen wie die G7 zum Beispiel jetzt einen Sniper-Stock oder einen Sniper-Schaft trägt und nicht mehr den Standard-Schaft. Jetzt kommen wir zu den Legenden, Buffs und Nerfs. Der Core-Stick bekommt gleichzeitig einen Buff und einen Nerf. Könnte sehr extrem ausfallen. Der Gasschaden erhöht sich jetzt alle 2 Sekunden, das heißt alle 2 Ticks. Angefangen mit 5 Damage, also 2x5, dann kommt 2x6, 2x7 und theoretisch gibt es da kein Limit. Das kann bis ins Unendliche übertrieben gehen, solange ihr nicht aus der Gaswolke raus seid und vielleicht der Caustic eine Gasfalle nach der anderen schmeißt oder vielleicht noch ein neuer Caustic dazukommt und ihr schafft es nicht aus dieser Gaswolke raus, geht das bis ins Unendliche übertrieben hoch, was sehr, sehr heftig ist. Im Gegenzug gibt es aber noch einen Buff, den ich sehr, sehr wichtig finde und auch sehr, sehr genial finde. Die Gaswolke, die von einer Gasfalle, nicht von der Ulti erzeugt wird, hält jetzt 5 Sekunden weniger. Interessante Sache. Der Revenant bekommt einen Nerf. Da bin ich gespannt, wie sich das im Spiel auswirkt. Feinde bekommen sowohl einen visuellen als auch einen akustischen oder ein visuelles und akustisches Signal, wenn der Totemschutz endet. Interessant, aber ob das jetzt wirklich in der Hektik so doll auffällt, bin ich auf jeden Fall gespannt. Horizon bekommt wieder einen Movement-Buff, was ich auch ganz gut finde. Ihr Movement in ihrem Gravity Lift wird stärker erhöht, ähnlich wie zum Release von Season 7, nur nicht ganz so stark. Finde ich auf jeden Fall völlig in Ordnung. Fuse bekommt einen Buff. Die Knuckle-Cluster halten jetzt doppelt so lange. Und wenn man sich jetzt wundert, warum halten die doppelt so lange, wie soll das aussehen? Die Explosionsmenge sollte gleich bleiben. Ich glaube, die Explosionen, damit ist gemeint, dass die Explosionen länger halten, um einfach zum Beispiel, wenn du einen Eingang vielleicht ein bisschen blockieren willst, weil du dich gerade vor irgendwelchen Gegnern verstecken willst, haust du dann eine Knuckle-Cluster hin und die Explosion dauert einfach länger, damit du mehr Zeit hast, dich zu verpissen. So soll das gemeint sein. Und die Ulti wird etwas gebufft. Da bin ich gespannt, wie das optisch aussieht. Und zwar soll es so sein, die Gegner, die von der Motherlode getroffen, beziehungsweise nicht getroffen, sondern in diesem Feuerring gefangen sind, gilt auch, wenn der Gegner hinter einer Wand ist oder sogar in einem Gebäude. Die Gegner sollen optisch etwas hervorgehoben werden. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, vor allen Dingen, wenn die Gegner auch hinter einer Wand sind, ob man dann durch die Wand wie so einen kleinen Effekt sieht, dass dahinter sich ein Gegner verbirgt. Und jetzt kommen wir zu Seers Fähigkeiten. Die blende ich hier mal ein. Zum einen die passive Hard Seeker. Wenn wir in dem Visier sind,
bekommen wir einen Herzschlag für Gegner, die in der Nähe direkt vor uns sind. Nicht seitlich oder so, sondern wirklich die, die wir direkt im Visier haben könnten. Und jetzt kommen wir zur taktischen, und das ist diese Fähigkeit, wo ich mir denke, die könnte extrem heftig sein. Seer kann die taktische Fähigkeit aktivieren und haut da so ein paar Mini-Drohnen raus und kann so einen Gegner markieren, spotten, wie zum Beispiel bei der Drohne von Krypto oder eben Bloodhound bei dem Scan. Dazu kommt aber auch, und ich glaube, das funktioniert auch durch Wände, wenn ich das richtig verstanden habe, diese taktische Fähigkeit unterbricht heilende Items oder wenn wir jemanden versuchen hochzuheben, der gedownt ist. Das finde ich eine extrem krasse Fähigkeit, wo ich wirklich überlege, muss so eine taktische Fähigkeit wirklich im Spiel sein? Wenn ich mich heilen will, kann das einen Gegner unterbrechen? Also das finde ich wirklich eine richtig heftige Sache. Die ultimative Fähigkeit sollte auch bekannt sein, erzeugt eine große Sphäre. Diesen Herzcontainer können übrigens alle Gegner zerstören, also draufballern wie bei der Horizon Ulti und schon ist das Ding Geschichte. Hunderte Drohnen werden ausgesendet, erzeugen eine Sphäre und markieren laufende Gegner oder feuernde Gegner und man sieht halt die Footsteps optisch auch durch Wände. Ist auf jeden Fall eine geile Ulti, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie sich das im Spiel so macht. Aber wie gesagt, die taktische Fähigkeit, also als ich das gelesen und gehört habe, dachte ich, ich höre nicht richtig. Wie gesagt, die 100% Patchnotes folgen noch. Die Liste wird noch erweitert. Wann die kommt, kann ich euch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass bis Ende der Woche die offiziellen Patchnotes auch von EA bzw. Respawn veröffentlicht werden. Und jetzt bin ich auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt, wie ihr die aktuell jetzt bekannten Patchnotes findet. Ist irgendwas zu krass, zu schlecht, zu unerwartet? Überhaupt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wie immer freue ich mich über jeden Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.